Als ich 2015 in Diyarbakır war, das war im Februar, ich habe eine alte Kirche, armenische Kirche dort besucht. In dieser armenischen Kirche habe ich einen Mann getroffen. Sie sehen das Bild von ihm. Es handelt sich um einen Armenier, um einen Christen. Er hat verschiedene Namen. In den Pässen, in den Personalpapieren heißt er Bajat mit Vorname. Er hat aber sich einen armenischen Namen gegeben, Aram oder Sorab, das sind armenische Namen. Ich habe ihn gefragt, warum. Dann sagt er mir, dass seine Eltern bzw. seine Großeltern haben den Völkermord von 1915 überlebt. Man hat aber immer zu Hause darüber gesprochen, heimlich, damit die Nachbarn nicht mitbekommen, dass sie Armenier sind, dass sie Christen sind. Und als er das Dorf in der Region Lidje, das ist heute mehrheitlich kurdische Region, verlassen hat und nach Diyarbakır kam, hat nach den armenischen Spuren gesucht. Mit Unterstützung der neuen kurdischen Freiheitsbewegung in den 90er Jahren hat er dann die alten Ruinen festgestellt in Diyarbakır und gemeinsam mit den Armeniern in der Diaspora haben die 2011 die alte armenische Kirche restauriert. Und jetzt kümmerte er, also als ich ihn besucht habe im Februar 2015, um diese Kirche, Besucher empfangen, Gäste empfangen, erzählt ein wenig über die Kirche. Leider, diese Kirche ist wieder kaputt gegangen. Sie wurde vom türkischen Militär in den letzten Wochen und Monaten zerstört. Ich weiß nicht, was mit meinem Freund Sorab oder Bajat los ist. Ich habe keinen Kontakt mehr zu ihm. Ich hoffe, dass er noch lebt. Warum erzähle ich diese Geschichte? Ich erzähle diese Geschichte aus diesem Grund. Mit der Anerkennung wollen wir nicht die Türken, nicht die Türkei verurteilen, sondern wir wollen den Opfern, den Nachfahren der Opfer gerecht werden. Weil nur wenn wir den Völkermord, die Taten beim Namen nennen, kann es zu einem Versöhnungsprozess kommen. Daher ist die Anerkennung dieses Völkermordes von 1915 sehr, sehr wichtig. 2015, wir haben das ganze Jahr durch immer wieder an Parlamentarier in Deutschland, aber auch in anderen Ländern, in Österreich zum Beispiel, geschrieben mit der Bitte, dass alle Opfer des Völkermordes von 1915 erwähnt werden in allen Resolutionen. Wir haben immer wieder an die Politiker, Parlamentarier in Deutschland, aber auch in den anderen Ländern geschrieben. In allen Resolutionen über den Völkermord von 1915 auch andere Opfer zu nennen, in diesem Fall das Volk der Assyro-Chaldäer-Aramäer, die Griechen, die Pontus-Griechen, die Griechen am Ägäischen Meer. Alle diese Menschen waren Opfer dieses Genozides und wir freuen uns, dass alle diese Opfer jetzt endlich weitgehend in dieser Resolution erwähnt worden sind. Unsere Kritik an der Resolution ist oder war die, dass man oft von der Vertreibung gesprochen hat und nicht von Deportationen und nicht von Todesmärschen. Wir wissen, dass Hunderttausende Armenier, Assyrer, Chaldäer, Aramäer aus ihrer Heimat in Tuabdin, in verschiedenen Städten Osttürkei Richtung Deir ez-Zor am Euphrat in Syrien geschickt worden. Zehntausende wurden unterwegs entweder ermordet oder aus Hunger einfach gestorben.